Moin, ihr Lieben, und willkommen zurück hier zu einer neuen Folge LS19 auf der nordfriesischen Marsch. Ja, ich habe jetzt mal unseren Paletten- oder Flachbett-LKW übernommen und werde da gleich mal Leerpaletten laden. Boah, da kommt ein LKW. Die haben wir ja gestern einmal ausgelagert, damit wir Produktion ein bisschen befüllen können. Wieso? So, jetzt aber. Jetzt hat er hinten das Autoload aus. So, wo brauchten wir Leerpaletten? Palettfabrik. Ach ja, direkt hier ums Eck. Dann machen wir das doch einmal. So, gucken wir mal, was da reingeht. So, wie schaut das hier aus? Also ich sehe noch einen Ballen. Oh Gott. Aber ich glaube, der liegt so blöd für Curseplay, dass wir den mal schnell selbst aufsammeln. Ja. Bin ich jetzt blind? Ja. Kein so. Boah, jetzt, wo ist der denn? Liegt hier irgendwo ein Ballen? Hallo? Hä? Der wird mir doch da angezeigt. Wir haben 19 Ballen geladen und es werden 20 angezeigt. Tja. Etwas merkwürdig. Hallo? 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 Warte mal. Das ist der. Naja, egal. Dann nehmen wir die jetzt so mit, wie wir sind. Irgendwann finden wir das Ding, denke ich mal. So, also der geht auch wieder zu den Pellets. So, oh, die Brennerei braucht Malz. Das ist mal was Neues. Da können wir gleich mal schauen, ob wir in der Melzerei noch was haben. Oh ja, ein bisschen ist noch. Dann würde ich sagen, holen wir das auf jeden Fall ab. Ja, der hängt hier wieder fest. Ich weiß nicht, manchmal klappt das und manchmal nicht. So, ich brauche, also der ist. Nee, das hat noch nicht so geklappt, wie ich das wollte. Dann müssen wir das vielleicht ein bisschen weiter reinschieben. Da passt doch noch was rein. Ich glaube, wir können auch den Anhänger noch abladen.
Oder? Oder auch nicht. Ich glaube, jetzt sind wir voll. Der Paletten, 120.000. Ja. Also laden wir das wieder auf. So, was machen wir jetzt mit den Paletten? Ja, fahren wir trotz allem erstmal zum Malzwerk. Da können wir ja vielleicht auch noch Paletten loswerden. Ja komm, da fahren wir schnell selbst. Dann gucken wir, dass wir vielleicht auch eine Brauerei hatten wir ja gerade aufgefüllt. Genau. Tja. Ja, wichtig sind eben jetzt ad hoc, was schnell geht, Malz zur Brennerei, dann die beiden Komposter mit Material befüllen, das geht auch relativ schnell. Und ich fahre eigentlich hier wieder eine Schwachsinnsumweg hier, ja. Hier rein. Oh, ja, 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 ja. Ja, Tabak haben wir nicht. Ich glaube, Mais haben wir auch nicht. Milch wissen wir, dass es eng ist. Das bleibt auch so. Hopfen kommt irgendwann. Häckselgut für den Fermenter werden wir erstmal nicht weiter befüllen, weil wir das nicht brauchen. Ups. So. Hier. So. Warte mal, wir koppeln den mal kurz ab. Dann geht das leichter hier mit dem Beladen. So, mehr gibt es nicht. Brennerei. Brennerei. Dann, ja, auf zur Brennerei. Dann können wir da auch gucken, ob wir noch Paletten loswerden dort. Die Mehlfabrik hatten wir erst befüllt, so viel ich weiß. Ja, gucken wir mal, wie weit wir bei der Brennerei kommen. Hier müssen wir, glaube ich, auch noch mal düngen, das Zuckerrohrfeld. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber ich habe jetzt den Düngerstreuer gerade auf die 14 runtergeschickt. Das war ja das Feld, wo wir Sonnenblumen drauf hatten. Und das muss gepflügt werden, deswegen einmal vorher düngen und danach pflügen wir. So, die Rubicon ist fertig. Sehr gut, sehr gut. So, dann geht. Boah, ich sehe nichts, ich sehe nichts. So, jetzt kommt das wieder. Auf welcher Seite sind wir richtig mit dem Material? Ich denke mal, dass wir das hierhin geben müssen. Ja, das passt hier und die Paletten gehen, glaube ich, nach drüben.
So, jetzt habe ich mich aber richtig verkeilt. Da müssen wir mal kurz den Holzhammer benutzen. So. Hier. So. Geht das nicht? Hallo? Ah, jetzt. So, dann lassen wir den Kollegen erstmal hier stehen. So, hier, das Malz ist weg. Sehr gut. Weiter geht's. Hier wird Wasser gefahren. Ah ja, der kommt. Ah, warte mal, dann nehmen wir erstmal den hier. Für den Komposter Nummer 1. Mal gucken, wie viel da reingeht. So, dann laden wir mal ab. Ja, und danach musst du zu dem Rinderzucht nach unten. Na gut. Bisschen was bleibt drin, passt aber. So, ja, dann springen wir gleich hier rüber. Das ist ein Rumgeaste heute wieder mal. Das ist eine wahre Freude. So, und danach Feld 27, da gibt es ein paar Silageballen. Abladen. So, und dann brauchen wir da aber auch einen Drescherkurs. So, 27. Das haben wir, das haben wir. Los geht's. Halt. Wir sollten vielleicht vorher zusammenklappen. Gut, das war das. Genau, der holt jetzt nochmal hier Nachschub. Die Mehlfabrik braucht auch Material. Haben wir noch irgendwo... Wo ist denn... Hallo? Also der steht hier. Der steht da. Wir müssten doch eigentlich... Ah, den da wollte ich. Genau. Wie wir sehen, die Saatgutherstellung braucht Material. Das können wir mit dem hier machen, kurz mal. Und ja, die Mehlfabrik danach. Können wir schon mal vorbereiten. So, aber hier laden wir jetzt erstmal Vermehrungsgras. Wenn wir es denn finden. Vermehrungsgras. So, Hofsilo beladen. Zur Mehlbude mit Roggen, würde ich sagen. Dann ist das auch drin.
sofern wir noch Roggen haben. Das weiß ich gar nicht. Es kommt auf jeden Fall von der 52 ein neuer nach. Ansonsten müssen wir erstmal ein bisschen Weizen oder Gerste nehmen. Ja, guck mal, wieder ein Ding weniger. Die Brauerei braucht auch Wasser. Ja, machen wir auch noch. Der Xerion ist bei Feld 27. Genau, der kann die Ballen gleich einsammeln. Dann hat der da was zu tun. So. Wir gucken mal. Ja, Roggen ist leer. Dann machen wir Weizen. Machst aber nur eine Tour mit Weizen. Erstmal. So, du bist fertig. Dann parkst du und ja, müsstest dann eigentlich den Ding machen, würde ich sagen. Kalk. So. Ja. Hier müssen wir irgendwie mal demnächst gucken. Dass wir den Kurs einmal ein bisschen anpassen hier. So, Hefe. Da gucken wir mal, wie viel da jetzt schon durchgelaufen sind beim Edeka-Einkauf. Das war hier oder auch nicht. Ja, dann fahren wir einmal im Zickzack. So. Einkauf. Rohstoffe. Naja, zwei Paletten haben wir schon, aber besser als nichts. Liefern wir dir jetzt noch einmal ab. Jo, das schaffen wir gerade noch. Oioioioi. Ja, und dann sind wir auch schon wieder am Ende für heute. Die Zeit, die rennt einfach. Aber ich erinnere einfach mal ganz kurz dran. Ja, Däumchen da lassen, abonnieren. Und ja, auch aufs Glöckchen drücken. So, das heißt, hier noch das einmal abladen. So, damit war es das für heute, ihr Lieben. Morgen 15 Uhr, ihr wisst es, geht es weiter. Bis dahin, tschüss, ciao und ja, schönen Rest.